Wir sind mal wieder ganz gediegen am Start, heute mit einem Give Avenger to Friend Glitch. Damit könnt ihr aber nicht nur Freunden eine Avenger geben, sondern ihr könnt auch DMO Avengers, die ihr online droppt, mit dieser Methode abspeichern. Das hier ist eine von zwei Methoden. Es gibt noch eine einfache Variante als diese hier. Die findet ihr dann nochmal später unten in der Beschreibung. Wenn ihr alles aus der Checkliste habt, fangen wir damit an, wie das Ganze funktioniert. Dazu begeben wir uns als erstes in eine Einladesitzung. Ladet euren Freund mit ein. Diese Ansicht jetzt hier ist von dem Spieler, der euch dann die Avenger droppt. Das erste, was ihr hier beachten müsst, ist auf jeden Fall, dass wenn ihr einen Nachtclub besitzt, dass es nicht mit jedem Nachtclub dieses Mal funktioniert. Also ich besitze zum Beispiel aktuell diesen Nachtclub ganz hier oben im Norden. Es funktioniert aber auch noch mit zwei anderen, und zwar einmal hier unten am Strand. Dieser sollte auch noch funktionieren, und ihr habt hier nochmal auf der rechten Seite, habt ihr noch diesen dritten, mit dem sollte es ebenfalls funktionieren. Warum funktioniert das nur mit diesen drei und nicht mit jedem? Und zwar, wenn ihr mal auf die Karte schaut, dann werdet ihr schnell feststellen, dass sich immer in der Nähe von so einem Nachtclub irgendein kleiner Laden befindet. Ihr braucht entweder ein Tattoo-Studio, ein Friseurladen oder halt einen Emonation-Shop, damit das funktioniert. Und er sollte auch in der Nähe sich befinden, sonst werdet ihr nämlich später durch die Karte durchfallen, sterben, und dann müsst ihr euch neu verglitschen. Deswegen, einer von diesen drei Clubs sollte es auf jeden Fall sein. Ansonsten müsst ihr einfach nochmal den Club wechseln. Sollte es bei euch dennoch nicht funktionieren, und solltet ihr dann natürlich permanent durch die Karte durchfallen. Als nächstes müsst ihr noch einen sogenannten Marker festlegen, wo ihr später die Avenger droppen müsst. Dieser Marker befindet sich unter dem ersten Reifen eurer Avenger. Das bedeutet, für jeden, der jetzt die Avenger droppen möchte, der muss als erstes mal seine Avenger aus der Basis rausfliegen. Währenddessen ihr jetzt eure eigene Avenger rausfliegt, kann der Freund, der jetzt hier seine nackte Avenger oben rechts hat, ebenfalls seine Avenger rausfliegen. Es darf danach nichts mehr in der Basis drinne sein, sonst führt es dann dazu, dass dort unten alles explodiert und ihr das ebenfalls wieder von vorne machen müsst. Haben nun beide Spieler ihre Avenger draußen, müssen wir jetzt als Dropper wieder runter in unsere Basis gehen und setzen nun den Marker, damit wir genau wissen, wo wir dann später landen müssen. Dazu lauft ihr zur Plattform zurück, wo eure Avenger stand, und ihr habt jetzt hier auf dem Boden so eine schwarze Linie, und ihr stellt euch jetzt einfach dorthin, wo circa das Vorderrad von eurer Avenger war, und geht dann auf euer Telefon und startet jetzt hier Snapmatic, und da könnt ihr jetzt ein Foto machen. Macht einfach ein Foto random von eurer Basis, das brauchen wir jetzt einfach nur, um halt einen Ausgangspunkt zu haben, und danach speichert ihr das Ganze mit X ab, damit es dann in eurer Galerie landet. Nachdem ihr das Foto gemacht habt, geht ihr einfach mal in eure Galerie, in das Optionsmenü rein, und dann sollten hier die Bilder landen, die ihr gemacht habt, und ihr habt immer die Möglichkeit, einen Marker zu setzen, wo ihr das Bild genau gemacht habt. Und wenn wir jetzt mal Viereck drücken, dann seht ihr, dass sich der Marker gar nicht hier bei unserer Basis befindet, sondern unterhalb des Mount Chiliads, und da befindet sich von jedem Spieler der Droppunkt für die Avenger. Und wenn ihr den dann ermittelt habt, müssen wir uns jetzt zu unserer 50er Garage begeben. Das heißt, wir machen hier einen Job-Teleport. Wer nicht weiß, wie das geht, erkläre ich das ganz kurz. Wenn ihr den Job dann gestartet habt mit Viereck und dann halt in die Einstellungen reinkommt, braucht ihr nun einen AFK-Bot. Das Ganze hier funktioniert derzeit für PlayStation 4 und 5. Deswegen blende ich jetzt hier nochmal für beide Plattformen die Bots ein. Sollte gar keiner dieser Bots online sein, dann müsst ihr einfach mit dem Auto oder halt mit einem Heli zu eurer Garage fliegen. Ansonsten, wir treten jetzt dem Bot bei. Der Bot befindet sich immer im freien Zielmodus. Wir befinden uns jetzt hier im unterstützten Zielmodus. Das heißt, wir bekommen die erste Meldung. Die nehmt ihr mit X an. Und nun kommt eine zweite Meldung. Bekommt ihr diese Zielmodus-Meldung, lehnt ihr die mit Kreis ab. Bekommt ihr eine andere Meldung, nehmt ihr die einfach mit X an. Egal was ihr macht, ihr landet dann immer hier auf diesem Jobmarker und müsst dann nicht extra diesen weiten Weg fahren. Danach begeben wir uns in unsere 50er Garage, hier vollkommen egal, in was für eine Ebene ihr hier reingeht. Ihr müsst dann hier nur wieder zurück zum Fahrstuhl gehen, geht nach ganz oben auf Verlassen, und nun brauchen wir den Bot noch ein zweites Mal. Wir werden dem Bot jetzt noch einmal beitreten. Ihr müsst hier natürlich ein bisschen bedenken, je nachdem wie eure Internetverbindung ist, müsst ihr einfach mal schauen, wie lange es dauert, bis eure erste Meldung erscheint, denn ihr dürft hier kein Blackscreen bekommen, bevor die erste Meldung erscheint, sonst wird das nicht klappen. Deswegen, unten die Details werden jetzt geladen. Ich verlasse jetzt das Gebäude, und dann seht ihr ungefähr kurz bevor der Fahrstuhl zugeht, spamme ich jetzt hier X durch, nehme alle Meldungen mit X an, und dann wird das Bild noch ein bisschen hin und her flackern. Dann werdet ihr aber auch wieder aus der Garage rausgeschmissen. Unten links, unsere Map ist nun verschwunden, hat also perfekt funktioniert. Und jetzt rufen wir den Mechaniker an. Wir müssen nämlich ein Fahrzeug anfordern, um uns weiter zu verglitschen.
beachten, wenn ihr den Mechaniker anruft, könnt ihr auch gleich noch eine zweite Sache überprüfen, ob denn eure Nachtclub B2 Garage komplett voll ist mit Fahrzeugen. Hier sind alle 10 Stellplätze belegt, dann fordern wir jetzt aus einer anderen beliebigen Garage ein Fahrzeug an, das Fahrzeug geht nicht verloren. Mal angenommen, ihr seht jetzt, okay, eure Nachtclub Garage ist nicht voll mit Fahrzeugen, dann geht einfach nochmal auf Warstock, sortiert das nach den Preisen, da könnt ihr den Duke of Death kaufen für 0 Dollar, funktioniert halt auch mit dem Elegy und dann kauft ihr die Fahrzeuge so lange rein, bis ihr halt eine Vollmeldung bekommt und erst wenn ihr diese Vollmeldung erhaltet, solltet ihr dann halt den Step machen, dass ihr mit dem Fahrzeug, was ihr jetzt aus einer anderen Garage habt, dorthin fahrt. Wir fahren an die Garage des Nachtclubs ran, gehen auf die Unterschossgarage B2 und jetzt nehmt ihr die Vollmeldung mit X an, euer Bildschirm wird jetzt wieder flackern und nach 3 Sekunden drückt ihr Dreieck zum Aussteigen aus dem Fahrzeug, ihr fallt durch und ihr seht jetzt, unser Fahrzeug macht sich einfach von dannen. Das ist natürlich jetzt nicht weg, das werdet ihr genau in der Garage wieder vorfinden, woher ihr das natürlich auch bestellt habt. Nun brauchen wir natürlich unsere Minimap wieder und da kommt jetzt halt das Tattoo-Studio, Emonation oder halt der Friseurladen zum Einsatz. Und wenn ihr euch jetzt hier zu weit weg begebt, fallt ihr durch die Karte durch, deswegen sollte das relativ um die Ecke sein. Wir gehen in den Laden rein, ihr drückt dann einmal die rechte Pfeiltaste, um in die Auswahl reinzukommen und dann habt ihr schon unten links wieder eure Karte. Nun müssen wir noch unsere anderen Sachen anfordern, deswegen Interaktionsmenü, Sonderfahrzeuge, ihr geht auf eure Avenger, Avenger anfordern und danach gehen wir noch ins Optionsmenü. Wir gehen hier nochmal rüber auf die Galerie und dann solltet ihr das Ganze nochmal markieren und nach dem Markieren schaut ihr jetzt mal auf die Karte, wo sich eure Avenger befindet und das hier ist zum Beispiel schon zu weit weg, da könnt ihr nicht einfach hinlaufen, dann werdet ihr nämlich automatisch durch die Karte durchfallen, deswegen Freund nochmal Bescheid sagen, er soll jetzt zu euch kommen und soll eure Avenger abholen und wenn er dann eure Avenger zu euch gebracht hat, könnt ihr da einsteigen, nehmt den Freund am besten mit, der sollte hier keinen Jobteleport machen, sonst kann es passieren, dass seine Avenger wieder in der Basis landet und dann begebt ihr euch jetzt in die Richtung des Jobmarkers und liefert einfach noch euren Freund nebenbei mit ab. Wenn ihr an der Jobmarkierung ankommt, könnt ihr einfach straight in den Mount Chiliad reinfliegen, ihr solltet jetzt hier nicht kollidieren und jetzt kommt der schwierigste Part von allen und zwar das richtige Ausrichten der Avenger. Vergesst hier bitte nicht, das Fahrwerk auszufahren, sonst hat der Freund später nicht die Möglichkeit, in die Avenger einzusteigen. Ihr richtet jetzt die Avenger wie folgt aus, dazu zoomen wir mal an die Minimap etwas ran und zwar müsst ihr den Höhenmesser in Richtung Norden ausrichten und dann schauen, dass der Peak von eurem Charakter, also die Spitze, die auf der Minimap angezeigt wird, genau in dem Mittelpunkt von eurem Marker sich befindet. Ich bin hier ein bisschen drüber und desto genauer ihr das macht, desto höher steht auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Ganze schafft. Danach nur noch aufpassen, dass ihr halt nicht dauerhaft die L2-Taste durchdrückt, sondern immer wieder ein Stück nach unten runter geht und ihr seht dann auch schon bei mir, ab wann ungefähr dann die Basis erscheint und der Freund sollte sich jetzt auch in seiner Basis befinden und sieht dann nach einer gewissen Zeit, wie dann auf einmal die Avenger in seiner Basis reintroppt und dann werdet ihr nach ein paar Sekunden aus dieser Basis rausgekickt. Der Freund sollte dann sofort in die Avenger einsteigen. Solltet ihr nicht rausfliegen und solltet noch in der Avenger drinne sein, dann einfach aussteigen. Der Freund kann dann einsteigen und nach ein paar Sekunden landet der Freund auf der Fahrerseite, kann nun die rechte Pfeiltaste drücken, um etwas an der Avenger zu verändern. Das muss er auch machen. Ändert hier einfach ein kleines Setting, damit das Ganze abspeichert, zum Beispiel die Panzerung. Danach das Fahrzeug nur noch verlassen, nicht rausfliegen, nicht mit dem Fahrzeug aus der Basis raus. Ihr bekommt dann eine Speicherschnecke, nachdem ihr da etwas am Fahrzeug verändert habt. Und nun könnt ihr auch schon direkt überprüfen, ob denn die Settings jetzt tatsächlich übertragen worden sind auf die Haupt-Avenger und dazu muss der Freund dann einfach mal die Basis verlassen. Draußen dann angekommen, ins Interaktionsmenü gehen. Er geht hier auf seine Sonderfahrzeuge, geht auf seine Avenger und fordert die dann mal an. Es sollten schon jetzt die ganzen Settings übertragen worden sein und ihr seht schon, die Avenger ist jetzt hier gespawnt. Die ganzen Settings sind jetzt auf dem Fahrzeug übertragen. Die nackte Avenger, die euer Freund jetzt am Anfang hatte, die ist jetzt komplett Geschichte. Er hat jetzt genau exakt die gleiche, die ihr ihm in die Basis reingetroppt habt. Jetzt muss der Freund nochmal ins Interaktionsmenü, setzt den Spawnort auf den letzten Ort, wechselt nochmal den Stil, damit er auch dann hier in der Nähe der Basis landet. Der Freund kann jetzt nicht einfach die Avenger wieder zurück in die Basis reinfliegen, sondern er muss hier einmal mindestens die Sitzung wechseln.
holen, damit dann auch alles safe ist. Wenn er die jetzt zurückbringt, dann explodiert dort unten alles, weil sich ja die gedroppte Avenger immer noch in der Basis befindet. Und ihr seht, Freund ist in der neuen Sitzung, hat jetzt seine niegelnagelneue Avenger. Das Ganze funktioniert hier auch mit DMO Avengers. Natürlich hier drauf achten, ihr habt dann immer nur einen Versuch, sonst geht das Ding hoch und müsst ihr dann halt neu droppen. Das war's jetzt schon mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Gibt es doch Fragen oder Probleme, dann schreibt es in die Kommentare. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.